Werden. Ja, ganz fertig wollten wir werden. Ja, vor der Sendung. Haben wir aber nicht geschafft. Wir haben es leider nicht geschafft. Ich habe doch gesagt, dass ihr mir Bilder malen sollt. Das sind so viele geworden. Und da wir doch heute die Preisverteilung machen wollen. Ja, du sag mal, Cäsar, müssen wir dann alle Bilder aufhängen? Klar, wir wollen auch eine Preisverteilung machen. Oh ja, dann hab ich nämlich einen Vorschlag. Hast du einen Vorschlag? Ja, lasst uns noch ein bisschen Zeit. Bisschen Zeit. Und wir machen inzwischen schon mal Musik, ja? Oh ja. So. Das ist gut. Wir haben mir nämlich so viele geschrieben, so viele, dass die Box gar nicht richtig zuging. Die haben mir geschrieben, ich soll doch mal das Lied Sind Sie der Graf von Luxemburg spielen. Das machen wir jetzt. Anno, ja, gib mir mal ein Mikro. Sofort. So, hier ist dein Mikrofon, bitte. Also, ihr hört jetzt, Sind Sie der Graf von Luxemburg, gesungen von Dorte. Bitteschön. Sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh, pardon. Sind Sie der große Mann von Welt? Oh, pardon. Genau wie Sie jetzt vor mir stehen? Oh, pardon. Hab ich den Herrn mir vorgestellt? Schon hab ich mich gefragt, ob es ihn wirklich gibt, von dem die Operette sagt, dass er so fürstlich liebt. Da fuhr ich durch die Eifel in jenes kleine Land und fragte voller Zweifel den ersten, den ich fand. Oh, pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg? Oh, pardon. Sind Sie der große Mann von Welt? Nun, sagt er und lachte leis, das bin ich leider nicht. Ich wette, dass ein Mann was weiß, der so verlegen spricht. Er grüßte und ging weiter, ehe ich mich recht besann. Also, das war, was sich so viele von euch gewünscht haben, der Graf von Luxemburg. Aber ich mache auch eine Sängerin ganz besonders gerne. Wisst ihr wen? Die Alexandra. Ah, das Lied von der Taiga. Das ist ja ein neuerer Titel, aber ich mache das erste, was sie gesungen hat, so gerne. Mhm. Zigeunerjunge, das ist ein bisschen traurig. Ja, du, ich bin schon fertig hier. Bist du fertig? Hast du schon drauf? Ja. Mensch, bist du heute schnell, du. Also, gib mal das Mikro her. Bitte? So. Also, ihr hört jetzt Alexandra und sie singt für euch Zigeunerjunge. Bitteschön. Ich war noch ein Kind, da kamen Zigeuner in unsere Stadt. Tam, 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 kamen in unsere Stadt. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Tam, da, 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 tam, tam, da, tam, 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 tam. Und ich lief hinterher, immer nur hinterher. Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht. La, la, la. Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht. La, la, la. Ein Zigeunerjunge, er spielte am Feuer Gitarre. Tam, da, 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 tam, tam, da, tam, tam, da, tam. Und ich sah sein Gesicht, aber er sah mich nicht. Zigeunerjunge, er spielte am Feuer Gitarre. Tam, da, 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 tam, tam, da, tam, tam, da, tam. Dann war das Feuer aus und ich lief schnell nach Haus. Am anderen Tag konnte ich nicht erwarten, die fremden Zigeuner zu sehen. Tam,
aber ich durfte nicht gehen. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, es zog mich zurück an den Ort. Tam 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 tam, und ich lief heimlich fort, und ich lief heimlich fort. Dann kam der Abend, ich fand die Zigeuner nicht mehr. La la la, wo sie noch gestern gesungen, da war alles leer. La la la, Zigeuner, Junge, wo bist du? Wo sind eure Wagen? Tam 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 tam. Doch es blieb alles leer und mein Herz wurde schwer. Du Arno, hast du jetzt alle aufgehängt? Ja, jetzt hängen alle, auch die, die vorhin am Fußboden gelegen haben. Hast du prima gemacht. Du, sag jetzt mal, haben wir drei Wände mit Bildern. Ja, Cäsar, hey? Wer soll aber jetzt die Preise bekommen? Ja, wer soll die Preise bekommen? Ja. Weiß ich auch noch nicht. Wie viele Preise haben wir denn? Ja, drei Stück. Drei Stück. Mhm. Du, dann suchen wir einfach die drei schönsten Bilder aus. Ja, du, das ist aber sehr schwer. Warum? Ja, weil sie nämlich alle sehr schön sind. Ja, sind ja alle schön. Ja, dann müssen... Aber wir müssen eine Preisverteilung machen. Ja, da müssen eben alle einen Preis bekommen. Das wäre gut, aber so viele Preise haben wir doch gar nicht. Ja. Hätte ich bloß nicht gesagt, dass ich eine Preisverteilung mache. Bei so vielen schönen Bildern, du. Cäsar. Was denn? Ich weiß etwas. Du weißt was denn? Die Jüngsten bekommen eben die Preise. Die Jüngsten, die uns auch ein Bild geschickt haben? Ja. Gut, du. Ha? Das ist prima. Komm, wir gucken sie uns mal an. Los, komm. Komm, Cäsar. Wer schon da, Mensch. Du bist schon da. Du, guck mal, der da. Ja. Der hat drei Zähne auf dem Bild. Aha. Und ich habe vorne nur zwei Zähne. Zwei. Und hier hat einer ganz spitze Ohren. Viel zu spitz. Also spitze die Ohren. Hast du ja gar nicht. Nee, hab ich gar nicht, ne? Arno. Ja? Und hier sind zwei. Ein großer Dicker und so ein kleiner Dicker. Aha. Du bist der große Dicke. Dann bist du der kleine Dicke. Der da? Nee, bin ich nicht. Nee, dann bist du auch nicht der große Dicke, bin ich auch nicht der kleine Dicke, nicht? Das sind die Bilder der Kleinen. Und hier hinten, das hier, sind die Bilder der Kleinsten. Du, die finde ich aber großartig. Die sind prima. Also ich finde dieses Bild hier, das muss den ersten Preis kriegen. Findest nein, du nein, nein, auch? nein, da bin ich ganz anderer Meinung. Das hier muss den ersten Preis bekommen. Nee, das ist viel also ich finde als das den ersten, das aber den ich zweiten. Ich bin nicht Cäsar, nein. Nee, also das kommt auf keinen. Ich denn? Also, ich finde alle Bilder schön. Ja, das ist ja, darüber lässt sich ja auch schön reden, aber... Wir wissen auch gar... Hä? Hallo, bist du fertig? Nein, noch nicht. Arno, mach ja, schneller. Ja, warte doch. Schneller. Ja, wenn du nicht hier im Wege sein würdest, dann würde es ja auch noch alles viel schneller gehen. Ich bin ja gar nicht im Wege. Ja, sicher bist du. Muss dich beeilen. So, warte mal. Na? Gleich haben hast wir. Hast du es? So, fertig. Fertig. Bischen! Was ist denn das? In einem Garten, da steht ein Wagen und in dem Wagen wohnt ein Mann. Und als wir damals noch Kinder waren, da klopften wir an seine Türe an. Monsieur Dupont, Monsieur Dupont. Es ist so schön, die Welt zu sehen mit ihrer Eisenbahn. Monsieur Dupont und ihr Waggon, der ist der schönste Eisenbahnwaggon der Welt. Er nimmt die Mütze, er stellt die Weichen, wir fahren los, Paris Ade. Durch weite Felder und in der Schweiz, da liegt der weiße Schnee. Monsieur Dupont, Monsieur Dupont, es ist so schön. Es geht nicht mehr.
Guten Tag, Herr Görke. Guten Tag, Manuela. Guten Tag, Cesar. Ach, Manuela. Also, das ist Manuela, die wir heute eingeladen haben. Wir kamen gar nicht dazu, sie richtig vorzustellen, weil ja alles bei uns so schnell gehen musste. Ja. Ja, und warum musste es so schnell gehen? Weil der Arno gesagt hat, das andere Bild ist schöner. Dabei finde ich das erste Bild viel schöner. Nein, doch, das andere erste ist Bild auch viel ist schöner. Nein, nein, das andere ist schöner. Wer hat denn überhaupt die Bilder gemalt? Ach, die Bilder haben Kinder gemalt und mir geschickt. Das sind alles Hasenbilder. Ja, und eigentlich wollten wir auch noch 3 Preise verteilen, aber wir können uns ja nicht einig werden. Ich habe eine Idee. Manuela, du bist Schiedsrichter. Du guckst dir die Bilder von den Jüngsten genau an und sagst, welches der erste und der zweite und der dritte Preis ist, nicht? Klar. Ja, aber du, die Preise, die verraten wir jetzt noch nicht. Warum nicht? Nein, wir machen erst mal wieder Musik, aber dieses Mal ohne Bandsalat. Ja? Ah, ja, gut. Du hast doch versprochen, das Lied von Mäuschen und Elefant zu singen. Tust du das? Natürlich. Gut, aber einen kleinen Moment, ich muss noch eben was machen. Lass mich mal da durch. So. Ich muss ja auch noch was tun. Ich muss ja noch das neue Band einlegen. Aber sag mal, Cesar, was machst du denn eigentlich da hinten? Du, ich hab hier Figuren ausgesägt für das nächste Lied. Figuren ausgesägt? Ein Elefant und eine Maus. Pass mal auf, ich geb die mal raus. Manuela? Ja? Kommst du mal, hilfst du mir mal? Ja. Hier ist ein Elefant, der muss da durchgehen, habe ich da ja rausgesägt. Ja, schön. Und guck mal, hier habe ich eine Maus. Ja. Die gebe ich dir da unten. Nee, habe ich da unten ausgesägt, kriegst du da unten. Ja, so? Prima, die ist aber schön. Gut, beide. Ich kann sie doch prima erkennen. Na klar. Du? Ja? Arno, was ist denn? Bist du fertig? Ich bin fertig, ja. Gut, also, ihr hört als nächstes Maus und Elefant, gesungen von Manuela. Bitte schön. Na? Aha. Maus und Elefant wandern Hand in Hand durchs ganze Land. Und alle Leute sagen, oh, wie wär das fein, wenn sich groß und klein im Land wie Maus und Elefant vertragen. Gehen über eine Brücke, die Brücke ist aus Holz. Sagt Maus zum Elefanten, du, ich bin richtig stolz. Elefant, nun hör mal zu, so einen Krach machen ich und du. Maus und Elefant wandern Hand in Hand durchs ganze Land und alle Leute sagen, oh, wie wär das fein, wenn sich groß und klein im Land wie Maus und Elefant vertragen. Beim Cha-Cha tritt die Mäuschen der Elefant aufs Bein. Sagt Elefant, mein Mäuschen, nun wirst du böse sein. Macht nichts, meint die Maus und lacht, hab's doch vorhin auch gemacht. Maus und Elefant wandern Hand in Hand durchs ganze Land und alle Leute sagen, oh, wie wär das fein, wenn sich groß und klein im Land wie Maus und Elefant vertragen. Das gefällt mir gut, das Lied von Maus und Elefant. Du bist aber auch ein guter Dompteur gewesen, Arno. Ja. Moment mal, ihr habt doch vorhin von einer Preisverteilung geredet, nicht? Ja. Na, was habt ihr denn für Preise? Das haben wir alle für Preise. Also wir haben Bücher mit Musik. Ja, wir haben 3 gleiche Bücher und da sind Schallplatten drin, die sehen genauso aus. Ich hol die mal jetzt. Ja, hol die mal. Aber ist doch... Wir wissen immer noch nicht, welches der erste und welches der zweite und welches der dritte Preis ist. Ist doch kein Problem. Kein Problem? Nee, na, dann macht ihr 3 erste Preise raus. Nicht? 3 erste! Das ja, und dann habt ihr keine Schwierigkeiten. Nee, wir das machen 3 die erste Idee, Preise. Ja. Du bist eine prima Schiedsrichterin. Einfach 3 erste Preise, ja. Ja. Dass wir nicht drauf gekommen sind. Cesar? Was denn? Hör mal zu, ich habe hier noch eine Platte, da wird's auch von Elefanten gesungen. Kenn ich! Bin Elefant, boah! Also. Leg mal auf, die spielen wir jetzt mal. Und? Und dann schreiben wir unsere Namen in die Bücher rein. Wunderbar. Und dann schreiben wir auf die Umschläge die Adressen von den Gewinnern, damit das noch zur Post kommt.
Ja, die Platte läuft schon. Also, wir fangen jetzt ja schon mal an. Gib mir mal das Buch, ich schreibe erstmal meinen Namen. Ich schreibe einfach Hase Cäsar, ne? Na klar. So heiße ich doch, ja klar. Hase. Doch. Cäsar. So, nächster Buch. Mein Namen kann ich nämlich prima schreiben, geht nämlich schnell. Dankeschön. Hase. Ja. Nächster Buch. Nummer 3. Gibst du mir das auch mal bitte? Ach so. Oh, da wollte ich auch eins. Ja, das hier. Dieses. Dankeschön. So. Ja, und nun brauchen wir nur noch die Adressen. Ja. Jetzt müssen wir die Adressen noch haben. Ja, pass mal auf. Du gehst da hinten zur Wand und liest die vor. Und Manuela schreibt sie auf die Umschläge und ich diktiere sie der Manuela, ne? Gut, ja. Also. Komm, wir sind her. Bist du weit weg, Manuela? Ja. Das erste ist Frank Schüffelgen. Frank Schüffelgen. Düsseldorf. Düsseldorf. Kaiserswerther Straße. Kaiserswerther Straße. 95. Hast du das? Ja, gib mir. Nächste. Seid ihr fertig? Ja. Uwe Linsen. Uwe Linsen. Duisburg-Meiderich. Duisburg-Meiderich. Schlossstraße 15. Schlossstraße 15. Hast du? 15, hab ich. Nächste. Und das nächste Mädchen ist? Das ist ein Mädchen? Ja. Aha, woher weißt du das? Ja, nur weil sie Judith heißt. Ach so, klar. Also Judith Faust. Judith Faust. Röttchenbonn. Röttchenbonn. Merler Allee 5. Merler Allee. Ja. Philipp, hast du das? Ja. So. Danke. Aber jetzt müssen wir die Bücher noch zur Post bringen. Gib mir mal die Bücher. Ja, die musst du einpacken. Ich pack das alles ein und dann kommt's zur Post. Gut. Cäsar, du willst doch nicht mitten in der Sendung eine Mohrrübe essen. Ach, du guck dir doch mal genau an. Nimm sie mir mal lieber ab, du. Ist doch aus Kunststoff. Hier kommt auch noch Grünzeug. Und hier habe ich auch noch eine Schachtel. Was soll denn das? Du, Manuela, ja. Du kriegst doch so viele Preise, so goldene und silberne Ottos, nicht? Und so Löwen und lauter so goldene und silberne Dinge. Ja. Von uns bekommst du auch einen Preis. Du, Arno, mach mal die Schachtel auf. Mhm. Aufmachen. Ach, du bist ja schon dabei. Und die Mohrrübe rein. Mohrrübe. Und dann das Grünzeug rein. Und dann die Schachtel zumachen. Das ist unser Preis, die gelbe Rübe. Oh, vielen Dank, Cäsar. Hast du doch nicht. Wie? Könnte Manuela, Mensch. Verzeihung. Die musst du aber auch aufstellen, nicht? Du? Dankeschön, ja, ganz bestimmt. Du, und die Preise in den Umschlägen, die kannst du auch gleich mitnehmen. Ja. Bitte schön. Und die steck doch bitte in den nächsten Briefkasten. Ja, aber da müssen noch Briefmarken... Kommst du an den Briefkasten vorbei? Ja. Gut. Cäsar, da müssen noch Briefmarken rauf. Kann Manuela kaufen. Du, aber musst auch dran denken, die Kinder warten drauf, ne? Ja. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Wiedersehen. Wiedersehen, Manuela. Du, Arno. Ja, was machen wir beide jetzt? Wir hören jetzt noch den ersten Preis des Eurovisionsfestivals. La la la, gesungen von Marcel. Und damit wir die Kinder beim Zuhören nicht wieder stören, sagen wir euch jetzt schon auf Wiedersehen. Bis schön. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. Que dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer.